kannst du mal Gas geben. Und dann gehen wir gerade noch mal in den 6. gehen. Auf und rechts. Oh, sorry. Jetzt haust du mich noch. Du, ich kann aussteigen, also was. Oh Mann. Ja, nein, alles gut. Du bist ja für mich. Alles gut, ich nehme es nicht persönlich. Das nicht auf Kamera. Das ist nicht mit die einen, dann schicken wir irgendwie das Trottwein rein, wenn sie zu weit rechts fahren oder so. Ah, ja. Nein, nein, alles gut. Und jetzt kannst du wieder das 4, jetzt sehen wir da vorne den 50. Genau. Und siehst, jetzt hast du schön ein bisschen den 4. Gang als Motorbremse gehabt, dann bist du mehr oder weniger bei 50 gewesen. Hast du jetzt gerade so, glaube ich, 55 noch knapp drauf gehabt. Und jetzt merkst du, Ende 50 ist häufig auf der linken Seite, nicht immer, aber häufig, weil das nicht so, wie, also es ist schon wichtiger, wenn du das jetzt mal nicht siehst, wirst du ja nicht gerade den Bus bekommen, aber 50 ist dann häufig auf unserer Seite quasi, wie wenn das dann würdest verfehlen, wäre es dann noch ein bisschen blöd. So, und jetzt haben wir da vorne noch so eine schöne Tafel mit dem X, weißt du, was das heisst? Rechtsvortritt. Also ein angekündigter Rechtsvortritt ist aber da eigentlich falsch von dieser Seite. Wir fahren jetzt einfach so geradeaus. Wir haben zwar jetzt eine Straße von rechts, aber die hat eine Randlinie, die hat ja keinen Vortritt. Okay. Aber die drei, die haben untereinander Rechtsvortritt. Okay. Keine Ahnung, wo wir uns jetzt noch eine angestellt haben. Wahrscheinlich haben sie die im 3er-Paket Aktionspreis gekauft oder so. Und dann haben sie noch eine vorrück. Aber eigentlich wäre es von dieser Seite falsch. Jetzt war es schön auf der rechten Seite. Ja, würde jetzt nicht schaden, ja. Das wäre kein Zeichen. Theoretisch könnte man, aber jetzt geht es um die Kurve und dann geht es ein ziemliches Loch ab. Also kannst du. Bleibst du mal so. Und dann da alles geradeaus. Dort vorne, wo die jetzt herkommen sind, gehen wir runter. Und jetzt hätten wir ja 80er Strecke theoretisch und jetzt musst du mal die nächste Verzweigung anschauen. Das wäre auch ein Rechtsvortritt, weil wir haben keine Bodenmarkierung, siehst du? Mhm. Also das wäre, die hätten da Vortritt. Siehst du aber gut innen, ist jetzt nicht so das Problem. Aber viele haben das Gefühl, ja, Rechtsvortritt 30er Zone natürlich. Vielleicht mal bis 50er Zone, aber es kann auch wirklich bei 80 der Fall sein. Schon selten, aber es kann sein. Und jetzt merkst du, der 4. Gang bremst nicht wahnsinnig viel. Jetzt kannst du vielleicht sogar auf der Bremse in den 3. Gang. Gerade rauf. Genau. Und jetzt merkst du, der ist schon ein bisschen besser, oder der bremst dann schon ein bisschen mehr. So, jetzt gehen wir noch gut Notbremse machen. Und zwar kannst du dann die nächste Verzweigung links abbiegen. Jetzt machst du genau gleich. Schauen, blinken. Jetzt auf der Bremse im 2. Gang. Kupplung drücken, hintere links, hintere. Kupplung langsam lösen. Und schön rum. Genau. Sehr gut. Wie wenn du jetzt die Bremse gelöst hättest zwischendrin, dann wärst du wahrscheinlich ins Trottoir gefahren, weil dann wärst du viel schnell geworden. Also, jetzt hast du mal. Guck mal, das Zeug so rüber da hinten. Jetzt hast du mal so ungefähr. Ja, so 40 kannst du mal fahren. Kannst vielleicht dann noch schon einen 3. Gang. Und wenn ich sage, jetzt haust du voll auf Bremse, also auf Bremsunkupplung, voll drauf, ja, solltest du ungefähr 80 Kilo draufhauen. Also musst du halt ein bisschen den Sitz nicht pressen. Dann. Gut, ist bereit. Und jetzt! Okay, gut. Gut, kannst du den 1. Gang. Ah, Kupplung musst du noch lassen. So, jetzt mal schauen, ob hier nicht kommt, das geht noch und dann kannst du blinken und wieder losfahren nach links. Genau. Dann fahren wir wieder los, bevor der Lastwagen kommt. So. Ich gut. Ah, das ist egal, das ist angeschleppt. Also, der Halter. So, dann kannst du mal nach einer Einfahrt rechts an. Wir müssen jetzt wieder kehren, oder? Jetzt können wir so eine Einfahrt nehmen. Nehmen wir vielleicht die übernächste beim Go-Schild. Jetzt ungefähr jetzt. Blinkst mal rechts und fahrst dran vorbei. Wir gehen nachher hinterste da hier. Also einfach auf der Straße bleiben. So. Ja. Mal so halten. Kupplung drücken. Und mal so. Stoppen. Genau.
Und jetzt gehen wir hinter die Einfahrt rein. Mhm. Aufs Trottoir rauf würde ich nicht fahren fürs Wenden, einfach so am Strassenrand, Blinker rein und dann hinter die Schiene und wieder vorwärts raus. Okay. So, genau. Jetzt geschwind hinter schauen, ob alles gut ist, nicht dass nochmal ein Lastwagen kommt. Muckesäckchen zu früh gewesen, aber... Und dann fährst du auch so weit hinter, ungefähr so lange schon, dass du eigentlich von der Straße weg bist. Jetzt sind wir natürlich ein schräg hinter gefahren, du hättest auch so rechtwinkeln können, spielt nicht so eine riesen Rolle. Und dann geht es einfach darum, dass du wieder wegfahren kannst. Noch schnell zu den Notbremsen vorher. Es ist gut gewesen, was du jetzt schauen ist, dass du dann nicht, wenn ich sage jetzt noch, die Tür dahinter nimmst und dann sofort drauf gehst. Das hat dann eigentlich relativ schnell gekommen. Ja. Die Notbremse selber ist eigentlich schon gut gewesen, das ABS ist gekommen. Mhm. Das hast du gemerkt, das Vibrieren am Bremspedal. Moderne ABS-Systeme, zwischen, also mindestens 7 bis 15 Mal pro Sekunde, die Bremse lösen in der Zwischenzeit. Das ist das, was du spürst. Der Vorteil am ABS ist, du hast nie blockierende Räder. Also, du kannst auch noch lenken während der Notbremse, wenn du jetzt merkst, es lange nicht zum Ausweichen, zum Anhalten, könntest du noch ausweichen. Okay. Genau. Und auch beim Wegfahren halt einfach noch schnell schauen, ob nichts kommt von hinten. Dann ist gerade der Lastwagen gekommen, der ist noch genug weit hinten, vorher wäre er nicht vorbeikommen, dann sind wir dann gleich gegangen und dann noch links blinken und dann wieder wegfahren. Okay. Genau. Und das Wende, was wir jetzt gemacht haben, das ist das, was eigentlich an der Prüfung am häufigsten kommt. Das ist das heißt einfachste, einfach hinterschieben, wo ihr wieder vorwärts raus. Was falsch wäre, wäre, wenn du jetzt vorwärts rein wärst, weil dann müsstest du ja hinterschieben wieder raus. Mhm. Das wäre dann falsch. Was theoretisch auch gegangen wäre, wäre da vorwärts rein und dann hinten durch und dann wieder vorwärts raus dort hinten, so quasi ein U-Turn, das wäre okay. Aber nicht hinter die Schuhe. Okay. So private Geschichten wie diese, die solltest du nicht nehmen zum Wenden. Mhm. Weil da kannst du einen Bus geben. Okay. Und jetzt würden wir natürlich links rausfahren, logischerweise. Wir gehen jetzt aber trotzdem nochmal rechts raus, weil wir schauen nachher noch das zweite Wenden. Mhm. Blinker jetzt. Yes! Und der Gang muss schon schnell wechseln, sonst sind wir dann. Gibt es einen Special-Effekt. Mhm. Hm, stimmt schon. Ich schaffe mit der Kuppel noch ein bisschen hoch. Oh. Weißt du, gerade dahinter ein bisschen bergab. Oh. Ja, genau. So. Also eben das Rechtswenden ist eigentlich das Einfachste, was es gibt. Theoretisch könntest du auch so einen grossen Platz, den wir da vorne haben, nehmen zum Wenden, so einen U-Turn, weißt du. Oder wir haben jetzt, wenn wir mit der Führerfahrt haben, wir einen Wendeplatz. Wir sind in einer Sackgasse rein. Da haben wir häufig einen Wendeplatz und den tun wir dann auch wenden. Okay. Also jetzt bleibst du einfach so quasi am Trottoir entlang, fährst jetzt da vorne. Dann blinkst du mal nach links, schaust, dass nichts kommt und dann machen wir einfach so eine große Kurve nach links. Wichtig ist, wenn jetzt ein Auto oder so kommen würde, oder auch das Velo, hätte ich den Vortritt, weil wir machen das Manöver. Mhm. Wir müssen dann die durchlassen. So, dann kannst du alles geradeaus fahren. Das Wenden würde theoretisch auch auf der linken Seite gehen. Dann würdest du jetzt einfach die Seite wechseln und dann auch wieder links hier fahren und dann hinterst du raus. Aber ja, immer die Seite siehst du wechseln. Also nicht, dass du da haltest und dann hinterst du über die ganze Straße fahrst, sondern siehst du mal vorwärts überfahren. Siehst du, wir sind nicht die Einzigen, die da die Notbremse machen. Da hat es überall Bremsspuren. So. Dann kannst du ruhig ein bisschen Gas geben und noch in den dritten Gang. Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn du schaltest, dass du mich wieder hauen willst. Nein! Das ist ein Versehen. Nicht extra. Du kannst ruhig Gas geben. Da hinten wäre 50. Also klar, 50 ist jetzt eventuell schon ein bisschen schnell, wenn jetzt da noch irgendwie ein Lastwagen so komisch da steht oder so. Aber ja, ist jetzt heute mal relativ wenig los. Da vorne kannst du dann links abbiegen. Genau, ja, super, jetzt schauen. Jetzt im zweiten Gang. Und jetzt siehst du ja links, super, da links fährt alles frei, oder? Mhm. Und jetzt können wir uns auf rechts konzentrieren, sieht auch gut aus. Okay. Also, das siehst du immer auf die Seite schaust, wo viel siehst, also in dem Fall definitiv die Seite. Mhm. Und dann kannst du jetzt zu 99% auf die andere Seite konzentrieren. Genau. Wir fahren alles der Straße nach.
Und jetzt da vorne am Ausstrasse, wo theoretisch, also nicht nur theoretisch, sofern rechts vortritt, aber du siehst ja da gut rein. Ah, super, jetzt geht genau der Bahnhof noch oben. Ja, nu. Das ist wieder Timing, hä? Ja. Gut, jetzt Bahnübergang ist auch gut, dass wir das mal haben. Da musst du den Motor ausschalten. Dann kannst du da unten das Knöpfchen drücken. Nimmst du mal das, bevor du es anders findest. Ja, ich bin mir an den Schlüssel ja, gewöhnt. Ja, ist klar. Pedale kannst du an und für sich lösen. Und ja, jetzt müssen wir halt warten, bis es nicht mehr blinkt. Die Barriere 20, die hört auf blinken, sobald sie aufgehen. Also das heisst, du kannst relativ früh theoretisch schon losfahren. Es gibt aber noch Barrieren, die wirklich blinken, bis die Barriere ganz oben ist. Also da musst du wirklich warten, bis es halt nicht mehr blinkt. Ja. Ja. Und das ist so die Zeit, wo man dann an der Prüfung oder die Experten der Prüfung können fragen, ja, wissen sie denn, was wir da für, für Knöpfe haben? Weißt du, was das da für ein Knopf wäre? Also es hat alles mit der Lüftung so zu tun, das Zeug ja. Da unten auch so. Ich weiß es nicht. Beim Backofen gibt es das Programm, das gleich heisst. Umluft. Umluft, okay. Das brauchst du, wenn du jetzt ins Tunnel fährst zum Beispiel. Also kannst du da drücken, dann gehen vorne die Klappe zu. Da kommt zwar immer noch Luft raus, aber nur die Luft im Auto. Okay. Also es kommt dann keine Luft von außen. Okay, das von außen, okay. Genau. Ja. Dann, wo haben wir denn den Pannenblinker? Gut, den hast du gesehen, ja. Sehr gut. Und was wäre denn das für ein Knopf? Du siehst, es hat zwei ähnliche. Die sind ein bisschen ähnlich. Hat das auch mit der Dings? Ja, mit der Lüftung. Ja. Das ist für die Vorderscheibe und das für die Hinterscheibe, wenn sie anläuft, weißt du? Aha, okay. Jetzt kannst du das Auto wieder starten, jetzt geht es wahrscheinlich wieder los. Bremskupplung. Und jetzt noch den Startknopf. Ich bin schon wieder willig. Und jetzt kannst du loslesen. Hast du den Schlüssel da oben gesucht? Ja. Und dann kannst du alles gerade raus. Bin ich heute wieder gefahren. Ah, das ist doch gut. Da kannst du auch alles geradeaus. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Wenn du nach Hause gefahren dann habe ich lieber, dass du den Schlüssel irgendwo anders suchst, aber dafür bist du gefahren. Da bin ich nicht auch durch. Nein, du siehst, das Déjà-vu. Ja. So, dann kannst du nämlich gerade wieder ins Vieri. Du bist jetzt in von da, also die Hause, wenn du noch 5 gegangen hast, wahrscheinlich im dritten Gang durchgefahren. Ja. Also es geht je nach Auto auch schon im Vieri mit 3 Gängen, aber also ich bin jetzt auch in der 80er-Zone, also einfach mit dem 4. Also ich bin dann so bei 5-4 gewesen. Ja, kommt ein bisschen aufs Auto drauf an. Wenn du natürlich ein Zuckerwassermotor hast, dann brauchst du eher einen kleineren Gang, dass du ein bisschen Pfupf hast. Ich komme gerade durch, du fährst du. Du wirst für die Brille leben. Das war ganz schlimm, oder? Nein, das ist eigentlich. Solange ich Fuß oder gerade im Kopf habe, ist alles okay. Also Zeug könnt ihr an der Prüfung auch fragen, dass zum Beispiel schauen, ob du weißt, was das für Knöpfe sind, was für Kontrollleuchten. Ja. Ja, über Kontrollleuchte habe ich übrigens auch schon mal ein Video gemacht, das könnt ihr oben mal anschauen. Verlinke ich euch, falls ihr da Bescheid wissen wollt, was an der Prüfung auf euch zukommt. Hat der jetzt gut gespurt? Hast du gar nicht geachtet, bin ich gespurt. Also er hätte können zumachen können, oder er hätte sollen zumachen, hat aber nicht gemacht. Du gehst auf möglichst die Mittellinie an, dann geht es echt gut vom Abstand her. Wir müssen 1,5 Meter müssen mindestens weg sein seitlich. In der Stadt aus wird es sogar 2 Meter. Das hast du schon gleich geschafft. Das geht immer noch. Nervenkitzel. Gell. Jetzt kannst du dann vorne am Lichtsignal links abbiegen. Jetzt darfst du noch nicht blinken, noch zu früh. Sonst meine ich, da willst du da schon links gehen.
Ja. So. Jawohl. Weil bei uns hätte jetzt das Velo schön Platz, da wenn es links und abbiegen. Da vorne, ja. Es geht so. Was meinst du, Fußgänger links können auch grün haben gleichzeitig? Ja. Ja. Nein. Ja. Pfeil allein, ich allein. Okay. Also, oder wir. Pfeil allein, Glück allein. Ja, genau. Jetzt kannst du gerade auf der rechten Spur bleiben und am Licht sind wir dann rechts abbiegen. Der geht schon ab, hä? So, siehst du, jetzt hätten wir das Blinklicht, blinkt jetzt aber nicht, weil wir keinen Fußgang gedruckt haben. Achten aber da, bevor du abbiegst, nochmal schnell den Seitenblick. Also einfach nochmal schnell den Kopf drehen. Weil dort ist spezieller, dass die Velos eben auf dieser Spur trotzdem auch geradeaus fahren können. Wir dürfen nur rechts, aber die Velos können auch geradeaus. Ja. Links abbiegen. Mhm. Eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Aber nicht mehr kannst abbiegen vorher. Jetzt würde ich gerade schon 2, weil es wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger sein werden. Okay, dann sogar als 1, glaube ich. Kann ich jetzt noch? Ich würde 2 probieren. Dann gehen wir als 1. No. Schön zitteln. Genau. Muss nicht pressieren, ist eh schon rot. Okay. Stress pur. Das war der Schlussstress gewesen. Ja. Das ist Karma, weil ich dich geschlagen habe. Ja, irgendwann schlägt es zurück, gell? Das ist ja so. Dann, wenn es nicht erwartet ist. Dann hittet es. Nachher, wenn wir dann grün haben, kannst du dann losfahren, dann gibst du ein bisschen Gas. Und dann gehen wir so vor dieser schwarzen Linie ungefähr, gehen wir dann noch in den zweiten Gang. Also vor dem Fußgängerstreifen. Ja. Aber siehst du, musst schon ein bisschen Tempo haben. Also nicht, dass du dann gerade kaum bist losgefahren, gerade jetzt 2 gehst. Schon siehst du. Es geht einfach darum, dass wir im ersten Gang die ganze Kurve fahren. Das muss ich dann heute schon wieder tanken. Genau. Jawohl, schau mal, wie schön. Wieder wie ein Maschinengewehr geschaut. Ja, das stimmt. Aber wenn du jetzt im ersten Gang um die Kurve wärst, dann wäre der hinter dir, also wenn jetzt einer hinter dir wäre, wäre der nachher schon ins 3, wo du ins 2 wärst, und dann hätte er immer einen Gang weiter gehabt wie du. Ja. Und dann, ja, dann hängt er halt immer so ein bisschen dran. Aber wenn du vor dem Abbiegen noch ins 2 kannst, kannst du nach der Kurve dann schon das. Das ja. 3 und dann bist du schön. Oblaschorsch. So, jetzt haben wir da vorne den Bagger. Und da können wir natürlich auch nicht ganz nahe vorbeifahren, das wäre gefährlich. Jetzt machst du auch schnell aus dem Spiegel Seitenblick, blinken auf ihn nach links. Zack, genau. Und dann können wir da schön vorbei. So, und jetzt kommt gerade der Bus. Da wird jetzt mit dem Velofahrer dann zu knapp werden. Oder Velofahrerin. Jetzt hast du schon den zweiten Gang. Und nach dem Gelben, jetzt kannst du den Blinker fein links schauen und dann kommen wir vorbei. So, dann biegen wir dann da vorne wieder nach links ab. Home sweet home. Yes. Bald bist du erlöst. Da muss ich noch ins Training fahren. Das ist ja, das ist doch gut. Das ist gut gefahren. Schön so einen Sichtpunkt raus und nachher bist du abgebogen. So ist top.
wenn es jetzt ruckelt, bist du nicht schuld. Das ist der Bodenbelag. Nachher dann da wieder nach links. Und dann kannst du sehr wahrscheinlich da vorne zwischen den Parkplätzen durchfahren. Dann würde ich einfach. Ja, so, nein, mach den Grossbogen. Ist schon ein bisschen. Ja, mach mal den Grossbogen. Dann kannst du hinter dieser orangen Maschine dann rechts durch. Man kann auch noch Ding zu Blicksystematik. Ich weiss, ist jetzt da eh wurscht, aber dass du es einfach angewöhnst, dass immer vor dem Blinken den Blick machst. Und zwar wichtig ist auch immer sauber machen, weißt du, nicht einfach wumm, so überflügeln. Mhm. Sieht zwar sportlich aus. Oh nein, was ist jetzt passiert? Oh, da ist er abgehört. Genau, das ist 1-1. Seht ihr ein lustiges Video? Ganz cool. Jetzt hat sie eben die Handbremse angezogen, weil du den Motor abgestellt hast vorher. Ja. Und dann ist es halt ein schwieriger zum Losfahren. Also bist du einfach länger am Schleifpunkt geblieben. Okay. Aber jetzt kannst du wieder ganz normal. Also Schleifpunkt relax. Noch ein bisschen länger. Du, bist heute sind wir schon 80 gefahren und langsam geht nicht mehr. Jetzt habe ich es gar nicht mehr im Griff. Na, der Zeit. Such eine Stelle aus, nach dieser Abschrankung löse ich die Kupplung ganz. Bis dorthin bleibst du am Schleifpunkt. Okay. Bis dort führen. Und dann wirkst du ihn definitiv nicht ab. Siehst du mal, wie ein Herrgöttli. Das ist wirklich, das nützt mega gut, wenn du Mühe hast mit der Kupplung. Also hast du jetzt im Großen und Ganzen ja nicht die Mühe gehabt, aber nicht zu fahren, dass es irgendwie nicht mehr geht. Dann sagst du, okay, bis dorthin lässt du nur den Schleifpunkt. Mhm. Und erst wenn du dort vorbei bist, löst es sie ganz. Ja. Und nachher geht das auf einmal. So, jetzt müssen wir da vorne dann noch hin das Skier parkieren. Mal schauen, wo. He? Wenn wir da gerade neben der Weiss. Ja. Da, ja. Jetzt musst du mal schauen, jetzt musst du noch eins weiter rüberfahren. Da. Sind wir dann gerade weg? Los. Ich werde schon nicht gerade losfahren. So. Jetzt musst du hinter schauen, ob hier alles frei ist. Lange das nicht, wenn ich in links schaue. Also, theoretisch schon, aber der Prüfung geht nicht. Ja. Wie du siehst, halt im Spiegel oder auch in der Kamera nicht unbedingt den richtigen Abstand. Weißt du, das kann täuschen von der Distanz her. Und du siehst halt auch nicht 1 zu 1. Und jetzt kannst du mal, halt mal schauen. Jetzt musst du mal schauen im Außenspiegel. Wenn du jetzt so weitermachst, wird es bei dir ein bisschen knapp. Also, ja, willst du auch noch aussteigen und dort noch einer parkiert. Was kannst du jetzt machen, damit der Bogen ein bisschen grösser wird? Kann ich führen fahren? Machen wir dreht ein bisschen gerade. Führen fahren müsstest du nur, wenn du nach da rüberkommst, bei mir. Dann müsstest du führen fahren. Genau, und jetzt fährst du mal so ein bisschen hin. Jetzt machen wir den Bogen ein bisschen grösser. Und dann kommen wir automatisch mehr da rüber. Das wirst du jetzt noch sofort merken. Ja, genau. Und jetzt wieder. Jetzt würde ich wirklich mit dem Spiegel arbeiten, also dort. Und da siehst du, da ist runtergegangen. Ja, genau. Und jetzt dann drehe gerade machen. Und dann passt es gar nicht so schlecht. Hä, ist das Parkfeld so breit? Irgendwie ist das glaube ich breiter wie die anderen. Hä? Auf jeden Fall, wir sind drin. Passt. Gut, dann kannst du das Auto mal abstellen. Kannst du den ersten Gang? Abstellen, immer im Eis. Mhm. Außer du bist in Italien, im Süden, dort lässt du im Lehrgang und auch keine Handbremse, da kannst du das Auto davor stoßen, wenn du keinen Platz hast. So, wie ist es gegangen? Also das Ding ist eigentlich, glaube ich, gut gegangen. Bergstress, ja. Ja, das hat doch Spass gemacht. Also ein bisschen aus der Kurve raus, ein bisschen beschleunigen. Eben wichtig, immer das Tempo vor der Kurve anpassen. Vor allem, wenn du runterfährst, musst du halt ein bisschen aufpassen, dass du nicht schnell in die Kurve frässt. Und dann wieder so im letzten Drittel ungefähr dann wieder lösen und wieder Gas geben. Mhm. Genau. Ja, das ist ja recht gut gegangen, das Wenden. Gut, am Anfang haben wir uns, ich hatte auch ein bisschen pressieren wegen dem Lastwagen, dass wir das, haben wir uns auch ein bisschen fast verstanden. Einfach am Straßenrand anhalten, hinten schieben. Und bei der Notbremse ist es gut gewesen. Also ich will einfach nicht dann noch die Füße noch einmal in den Schneidsitz aufnehmen, bevor es dann losgeht. Sondern einfach, du hast gesagt, ich muss 80 Kilo reiben. Ja, du musst einfach so ein bisschen in den Sitz reinpressen, das ist frisch.
Also der Prüfer sagt das auch so, wir machen nachher eine Notbremse. Wenn ich sage, jetzt, weißt du, dann bist du schon vorbereitet. Dann fährst du halt die 50 und nimmst halt dann, führst von mir schon drauf oder so. Aber nicht, dass du dann nochmal da oben nimmst und dann nochmal so drauf haust. Genau, aber funktioniert hat es. Also das ABS ist gekommen. Würde das ABS nicht kommen, der Prüfung, dann wäre, dann hättest du zu wenig Bremse, dann wäre es schlecht. Okay. Also das musst du wirklich spüren. Ja. Und das ist auch egal, ob es nass oder trocken ist, du kannst auch voll gut sein drauf. Und dann kommt das ABS. Okay. Genau. Gut. Alright. So, jetzt haben wir mal gesehen, wie eine Fahrstunde ungefähr aussieht. Das ist jetzt eben keine Prüfungssimulation, sondern einfach eine normale Fahrstunde. Die ist die 4 oder die 5? Die 4. Die vierte, ja, also erst die vierte Fahrstunde. Für das hat es doch eigentlich recht gut gemacht, würde ich mal sagen. Ja, schreibt doch in die Kommentare, wie ihr die Fahrstunde gefunden habt. Und gebt doch für sie vor allem einen Daumen rauf. Oder? Verdient hat es auf jeden Fall. Ja, willst du noch irgendwie ein Schlusswort sagen? Love, Peace und Vollgas. Also, ihr habt es gehört. Immer Vollgas geben oder kommt das gut? Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns am nächsten Dienstag wiedersehen. Dann gibt es wahrscheinlich dann wieder ein Video, wenn ich dazu komme. Und ja, gut, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.